So, herzlich willkommen bei, ja, nur doch nicht mein Klon, einfach aus dem Grund, weil da gerade haufenweise Leute drauf sind, die alle Englisch sprechen. Und fürs Let's Play wäre es mir jetzt echt zu blöd, die ganze Zeit die englischen Sachen da drin zu übersetzen fürs Let's Play, damit ihr auch wisst, worum es da gerade geht. Außerdem müsste ich selber in die Diskussion jetzt mal einsteigen, die da abgeht. Von daher spielen wir lieber auf dem Creative Server wieder. Da ist Ruhe. Also hoffe ich zumindest mal. Ja. Na gut. Kreative. Siehst du, übrigens muss ich auch mal bei Creative was zeigen. Uns erwartet vieles Spannendes. Und zwar gehe ich mal kurz aus. Meine Schreibkünste sind immer wieder hier, ne? A la Deluxe. So. Sollte passen. Aber wie gesagt, vor 2 Wochen war er, glaube ich, erst mein Klon für euch. Das heißt, ich werde versuchen, nächste Woche wieder mein Klon aufzunehmen. In der Hoffnung, dass da dann nicht so viel englische Aktivität auf dem Server herrscht. Ja, guckt mal, was ich gemacht habe. Pipeworks. Das wird uns später irgendwann als Krönung erwarten für unser Let's Play. Richtig schön hier. Hier schmeißt man irgendwelche Sachen rein. Dann aktiviert man die Technik. Dann werden die Sachen rausgeschickt. Und die Sachen, die rausgeschickt werden, werden dann automatisch einsortiert. Pop, schon ist es hier drin. Und da gibt es halt die einfache Methode hier über einfach schicken und das Ding geht hier so lange hin und her, bis es irgendwo reinpasst. Oder über diesen Controller, der ja quasi dafür sorgt, dass wenn hier irgendwas reingeht in den Controller, der Controller ist dann automatisch in die Kisten einsortiert. Ja, das Ganze hier schön mit digitaler Steuerung, ne? Wer von digitaler Elektronik keine Ahnung hat, ich werde es wahrscheinlich auch erklären. Auf jeden Fall, ja, das erwartet uns. Und ja, das ist eine Teststrecke auf dem Server direkt selber. Aber ihr habt ja auch gerade nicht gesehen, wo das ist. Es ist nämlich ein geheimer Ort, den ich extra für Testzwecke auserkoren habe. So. Wir gehen aber wieder natürlich ganz normal rein, klar. Wie das war das denn jetzt? Sollte passen. Ich brauche echt weniger Passwörter, Alter. Ich habe für jedes fucking Konto ein eigenes Passwort. Und das für jeden Server nochmal separat. Den Passwörter merken ist schon eine ganz schöne Scheiße. Gut, ich meine, ich gehe da mit einer gewissen Logik vor. Heißt also, es sind nicht 18 random Passwörter, die ich mir ausgedacht habe, sondern sie lassen sich aus dem Sinn und Zweck herleiten, aber nicht sehr einfach. Das heißt, man muss schon wissen, wie die gestaltet sind. Ne? Aber das muss ich halt im Kopf ab und zu selber wie alle wallalieren, wie das funktioniert. Von daher, egal. Nicht so viel verraten. Es geht um eine Sicherheit. So, wir waren dabei Haus bauen. Wir haben dabei bereits die Grundpfeiler aufgebaut. Okay. Und mehr weiß ich nicht. Also Feierabend. Tschüss. Nee. So. Wir wollten. Ich habe keine Ahnung, wie wir das Haus designen wollten. Wir wollten einen Boden reinmachen aus Holz. Wir wollten Wände reinmachen aus Bricks, kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Habe ich mir schon mal zurechtgepackt? Eher nicht so. Eher nicht so. Na gut, gucken wir mal, was ist hier drin? Nichts Gescheites. Aha. Aha. Na gut. Ja, also ich persönlich würde gerne bei dem Gebäude das vielleicht so machen, dass wir hier unten so einen kleinen Sims, also so einen kleinen Rahmen als Fundament quasi haben. Und dann nach oben hin aber eine richtige Wand aus, ja, etwas modernerem, also sowas wie Beton oder so ein Scheiß. Oh, mal schauen, mal gucken.
Habe ich ja doch schon was vorbereitet. Guck mal einer an. Sehr schön. Können wir doch direkt loslegen. So, weil das werden wir nämlich brauchen. Ich weiß nur nicht, wie viele. Warte mal ganz kurz. Wir brauchen eine Säge. Was brauchen wir dafür? Das war nämlich schon fast klar, dass wir dafür Eisen brauchen. Gut, dann würde ich mal sagen, ist erstmal alles lahmgelegt. Wir werden uns erstmal auf eine kleine Eisentour begeben. Hä? Was machen wir denn hier? Da bitte rein. Dankeschön. Wir brauchen ganz dringend ganz viel Eisen. Das heißt, wir brauchen Stöcker, wir brauchen Fackeln, dafür brauchen wir Kohle. Und mehr haben wir noch gar nicht. Sehr schön. Gut. Auf geht's. Höhle. Ja, Höhle. Höhle klingt gut. Höhle. Das Ding mit der Höhle ist, ich weiß gar nicht, wo ich gerade. Da hinten ist eine Höhle. Sehr schön. Gut, ich sammle erstmal hier ein bisschen was ein. Manche Sachen scheinen ja doch schon gewachsen zu sein. Das zum Beispiel. Ich traue mich hier nicht, irgendwas abzubauen. So, manche Sachen, die sieht ja noch alles unreif aus. Okay, ich lasse einfach alles so. So, wir brauchen, apropos, wir brauchen Nahrung. Wenn wir uns auf den Weg machen, irgendwo hin, brauchen wir auf jeden Fall Nahrung. Wenigstens ein paar Äpfel sollte ich mitnehmen. Äpfel ist zwar gerade das Primitivste, aber dafür auch das, was am meisten da ist. Ne? Wir haben weder Rüstung noch sonst irgendwas. Das heißt, wir sind also komplett auf unsere eigene gesundheitliche Regenerationsfähigkeit angewiesen. Und damit diese reibungsfrei funktioniert, brauchen wir einen vollen Magen. So, das heißt, wir nehmen schön viele Äpfel mit. Ja, ich weiß, wir haben auch in der Kiste noch Äpfel, aber ich kombiniere sowas immer gerne mit einer Apfelsammeltour. Da sammle ich dann möglichst viele. Idealerweise mehr als wir brauchen. Und die wir dann nicht brauchen, die können wir dann nämlich, wenn wir zurückkommen, in die Kiste packen. Und wenn wir dann irgendwann wieder auf eine Tour gehen, suchen wir wieder Äpfel, mehr als wir brauchen. Und damit vergrößern wir innerhalb unserer Kiste immer mehr unser Apfelpuffer. Dass wir schön viele Äpfel auf Vorrat haben. Klingt vielleicht ein bisschen dumm, aber wenn man so mit Survival-Logik rangeht, macht das Ganze durchaus Sinn. Weil dann brauchen wir uns nämlich irgendwann um Äpfel keine Sorgen mehr machen. Was natürlich geil ist. Ja, also hier haben wir schon mal alle Äpfel abgeäpfelt. Hier sind noch ein paar. Ganz schön viele Äpfel hier, lol. Das ist ein richtiges Apfelgehege. Und daraus war in die Richtung, oder? Bin ich jetzt gerade dabei, mich zu verlaufen? Ne, dann ist dahinten sieht man die Kiste. Okay, sind also richtig. Sehr schön. Gott, so viele Äpfel. So, dann machen wir jetzt nochmal schön Bogen. Und laufen jetzt Richtung Heimat. Wenn mich der Baum mal durchlassen würde, das wäre ganz lieb. Der kann bleiben. So, dann haben wir jetzt hoffentlich schon viele Äpfel und dann können wir jetzt losgehen. Und natürlich auf dem Weg, ne, wenn wir auf dem Weg natürlich Äpfel sehen, die nehmen wir natürlich auch alle mit. Ich sehe auch gerade, wir haben jetzt schon Hunger. Ist natürlich
Herzallerliebst. Danke dafür. So, da hinten ist eine Höhle. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon mal besucht haben, die Höhle. Glaube ja. Aber ich weiß nicht, wie tief wir jetzt drin waren schon. Set was she! Set. Holy moly. Geht hier ganz schön tief runter. Hat natürlich den Vorteil, dass wir möglichst gut... Ja doch, das war, ja... Das war die, wo wir das ganze Gestein abgebaut haben. Na super. Also definitiv eine Höhle, die scheinbar nicht so befriedigend war. Ja gut. Gibt es da noch mehr Höhlen? Da sieht was aus wie eine Höhle. Ja, sieht gut aus. So, gucken wir mal, wie wir im Dünnsten reinkommen. Wow, dachte schon. Oh, wow. Ach nee, da geht's. Dachte gerade schon, nee, die wollen mich hier verarschen. So, wir brauchen Fackeln. Zuallererst Fackeln. Wow, jetzt haben wir die ganzen Steine mitgenommen. Super. Super duper. So. Hä? Fuck, hier ist Naturschutzgebiet. Nein! Wie kann mir sowas passen? Oh Gott. Jetzt sag bitte nicht, dass wir nicht mehr rauskommen. Oh nein, das ist alles Naturschutz. Ah, okay, wow. Glück gehabt. Hier ist noch kein Naturschutzgebiet. Das heißt, hier kann ich mich zur Not hochbauen. Ach, muss ich gar nicht. Sehr schön, sehr schön. Fuck, Alter. Ich sehe scheiß Naturschutz. Hey. Also hier habe ich Zugriff, aber hier kommt dann ein Naturschutzgebiet, wo ich keinen Zugriff mehr habe. Na, super. Gut, das muss ich also eine neue Höhle suchen, die irgendwo in einem ungeschützten Gebiet ist. Ist natürlich schick. Ne, ist überall Naturschutzgebiet. Das bringt also nichts. Ich muss weiter in die Richtung hier laufen. Alter, ich darf jetzt aber auch nicht die Orientierung hier verlieren. Sehe ich ja schon wieder unsere... Boah, Alter. Fuck my life. Das ist deprimierend. Viertelstunde rumgelaufen und bis auf Äpfel geholt haben wir noch nichts geschafft. Apropos Äpfel, hier gibt es schon viele. Äpfel an die Macht. Komm, lass mich raus hier. Lass mich durch. Hallo? Wie? Deine Mutter. Und ich. Heute Nacht. Schwanz. So, okay. So. Hier ist natürlich auch Naturschutzgebiet. Aber zumindest eins, wo ich selber auch Zugriff habe. Das Problem ist, hier rein, sieht nicht so aus, als wenn es hier angenehm wird. Ups. Okay, damit wäre dann die Sache erledigt. Ich gehe auf jeden Fall rein, einfach wo ich gerade reingefallen bin. Aua, tut doch weh. So, Licht. 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 Ach, hier ist ja keine Area mehr. Okay. Das heißt, hier kann man so nach oben zu gehen, macht natürlich keinen Sinn. Wir müssen nach unten gehen, wenn wir in die guten Ressourcen wollen. Okay, hier ist sogar Sand, das macht natürlich, das zerstört gerade meine Hoffnungen auf Ressourcenfunde. Das sieht mir aus, das sieht mir aus wie eine sehr flache Höhle. Also nichts, wo wir gute Ressourcen finden. Wow. Okay, ich nehme alles zurück. Das Problem ist nur, da unten kommen wir schlecht rein. Tja, also Kohle hätten wir schon mal. Wow. Boah, Alter, bin ich gerade erschreckt. Ups. Gib wenigstens Eisen, du Arsch. Natürlich nur Kohle. Ach komm, ey. Solche Betrug ist das doch. Ach, nur Kohle. Okay.
Heißt also im Klartext, wir müssen wirklich da unten rein. Gut, Kimmerster gespawnt, sehr schön. Gut, dann ja, gehen wir mal hier unten rein. Hoffe ich mal, ich tue mir dabei nicht weh. Schaufel. Ja, würde ich mal sagen. Los geht's los. Vielleicht finden wir hier noch das ein oder andere Mesemonster. Weil wir brauchen früher oder später für eine gewisse Aktion Mese. Und zwar nicht gerade wenig, sondern eher viel. Ganz, ganz viel. Ja, was mach ich denn da? Was mach ich denn hier? Oh Gott, Alter. Fuck my life. Mese! Trab an, Mädel. Kommst du, Papi? Aber warum bei den Fackeln? Die ist doch hell. Hallo? Aber. Nicht hängen bleiben. Ah ja. Schauen wir hier noch ein paar Fackeln hin. Es wirkt hier irgendwie ganz schön dunkel. Weil das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass irgendwo ein Dungeon Master spawnt. Das wäre definitiv Worst-Case-Szenario. So, dann buddeln wir uns mal hier runter. Die Sache ist, brauchen wir eigentlich Sand für irgendwas? Ich sag mal so, hier gibt es zumindest schön viel Sand. Also, Upsi. Du bitte wieder dahin, dann kann ich nämlich das als Treppe benutzen. Nein. So, schöne Fackel. I need more ships. Hallo? Danke. Arschloch. So. Ich hoffe doch. Ich habe nur Angst, dass es irgendwo der schwarze Mann kommt. So, da dann. Yay, zwei Mesekristallfragmente. So, komm hier. So, halt, nein, da. Sieht aber nicht so aus, wie jetzt, wenn ich hier gut weiterkomme. Gut, mach ich hier nochmal weiter. So, hier haben wir schon mal Zinn, wie es aussieht. Silber! Oh, okay. Silber geht natürlich auch. Darum haben wir auch Silber. Scheiße. Fuck my life. So, der gibt mal her. Gucken, ob da gleich mal noch mehr ist. Nope. Wisst ihr, wir können gleich mal gucken, ob irgendwo noch Kohle ist. Bevor wir die Kohle komplett ignorieren und dann hoffenweise Mineralien haben, aber keine Kohle zum Einschmelzen. Das wäre natürlich Katastrophe. Bitte dahin, danke. Hier zum Beispiel Kohle, ne? Immer mitnehmen. Ich meine, wir haben Kohle, ja, ich weiß, aber wie gesagt, Kohle ist eins von den Sachen, eigentlich wie alles andere, wovon man kaum zu viel haben kann. Gut, ich meine, es gibt ein paar Sachen, von denen kann man zu viel haben. Zinn zum Beispiel, weil Zinn macht nur dann Sinn, wenn man auch genug Kupfer dafür hat. Weil Zinn alleine bringt halt nichts, von daher. Oh Gott, okay, es geht immer tiefer.
fällt ich gerne ein bisschen hier runter. So, dich nehme ich nochmal mit. Alter, ich habe so Angst, dass hier gleich ein Dungeon Master kommt. Denn das wäre definitiv das Worst-Case-Szenario. Das wäre definitiv Hölle. Hölle auf Erden. Weil Dungeon Master ist böse, der kommt aus nichts, gut, alles kommt aus nichts, ganz davon abgesehen, aber Dungeon Master macht halt immer extrem Splash-Schaden und das ist natürlich, wenn man nicht wirklich ausweichen kann, oder wenn man nicht sehr weit ausweichen kann, natürlich immer extremes Sicherheitsrisiko. Hallo, kann man irgendwo mal Fackel hinsetzen oder so? Geht doch. Oh Gott, Alter. Oh. Ah, ja, siehst du, da ist mal viel Zinn. Oder ist wieder Silber und ich erkenne einfach nur den Unterschied nicht. Nee, ist Zinn. Sag ich doch. Ja, siehst du, und von Zinn zum Beispiel, das ist, da bringt es halt nicht, wenn wir jetzt hier 500.000 einsammeln. Und damit ist die nächste Fackel schon wieder tot. Ah, hier unten ist ein Ende. Sehr schön. Ende ist in Sicht. So, Fackel ist ja gerade hops gegangen. Ende ist in Sicht. Das heißt, hoffentlich irgendwie auch Eisen. Oder zumindest Kupfer, damit wir Zinn überhaupt gebrauchen kann. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen Silber, ne? Wir können aus Silber zumindest Silbersachen machen, aber so viel Silber ist jetzt auch wieder nicht, was wir bisher gefunden haben. So, dann machen wir hier ein bisschen Licht hin. Oh, unsere Fackeln sind leer. Ah, ist schon wieder Zinn. Ne, war Silber. Oh. Sehr schön. Na, wie gesagt, zur Not machen wir halt Silberwerkzeug. Easy. Schotter können wir auch immer gebrauchen. So, ich sollte aber seriously jetzt da mal ein paar Fackeln aufstellen, bevor jetzt hier wirklich noch böse Typen kommen, die mir ans Leder wollen. Das wäre nicht ganz so schön. Uah! Ich habe die gerade doch aus dem Augenwinkel gesehen, Alter. Boah! Holy shit! Da ist er ja, unser schwarzer Mann. Ey, bestell mir gleich. Stirb doch mal bitte. Warum hat er nur jeden dritten Hieber akzeptiert? Willst du mich ruinieren? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Haben wir genau Punkt gesetzt? Ja gut. Auf geht's. Siehst du, habe ich eigentlich schon die ganzen neuen Straßen gezeigt im Let's Play? Nee, ne? Nee, geht ja gar nicht, habe ich ja später gemacht. Ich habe nämlich ein bisschen den Spawn ausgebaut, oder vielmehr die Umgebung vom Spawn. Man sieht schon unten links Westway. Ich habe quasi diese vier Abzweige vom Spawn jetzt richtig ausgebaut, als lange Straßen. Unter anderem halt hier den Weg, der zu unserem Haus, unser Haus ist ja da irgendwo Luftlinie. Und ja, das ist halt ein Weg, der führt jetzt quasi über das Denkmalgebiet, über den großen Canyon, den ich gezeigt habe am Anfang, über diese riesige Schlucht als Riesenbrücke. Hui! Genießt einfach diese Aussicht. Wenn ihr mal, ah, ja, da hinten hat er schon geladen, weil wir da hinten vorhin waren. Habe ich sie unbekannte Sichtweite? Oh, ja. Siehst du, da hinten waren wir vorhin? Hätte ich auch direkt so lang laufen können, ich bin auch bescheuert. Egal. Wir können immer noch hier runterspringen. Auf jeden Fall ist das jetzt meine neue Brücke. Viel weiter ist der Weg auch noch nicht, der endet hier auch direkt. Aber man kommt jetzt dank dieser Brücke, ist eine gestützte Brücke. Da, mit dem Grundträger. Also keine Hängebrücke, sondern halt eine, die auf dem Bogen aufsetzt. Und ja, damit kommt man halt quasi über diesen großen Canyon rüber. Die Frage ist, habe ich noch gar nicht probiert, würde man hier einen Sprung überleben? Das Wasser unten müsste ja fast hoch genug sein. Wisst ihr was? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich trau mich aber nicht wirklich. Mami. Das war klar. Ja, das war klar. Gut, okay, aber auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier den Northway.
Einfach, weil ich mal denke, wir kommen hier relativ schnell an unser Ziel ran. Das Problem ist nur am North Way, ich weiß jetzt gar nicht, woran wir uns hier orientieren sollen, wo wir wirklich waren. Ich weiß sowieso gar nicht, wo wir überhaupt waren. Wo waren wir überhaupt? Okay, ich würde mal sagen, wir machen an der Stelle Feierabend und gucken in mal nächste Folge, ob wir unser Zeug wiederfinden.